Schon jetzt ist man auf Schritt und Tritt mit jeder Art von Überwachung konfrontiert. Das ultimative Instrument wird einen aber vielleicht gar nicht von außen beobachten. Es wird in einem stecken. Und nicht nur die Identität, sondern auch das gesamte Handeln enthüllen. Die Überwachungstechnologie der Zukunft kann im Bahia Beach Club in Rotterdam besichtigt werden. Kein gewöhnlicher Club. Einige Gäste des Bahia gehören zu ganz besonderen VIPs, die sich von den übrigen Besuchern unterscheiden wollen. Sie brauchen weder einen Ausweis am Eingang noch Geld an der Bar. Um eingelassen zu werden, halten sie schlicht ihren Arm vor einen Scanner. Heute Abend wird sich der 21-jährige Rioni Schoten dieser Schickeria anschließen. Ich mache das, weil es bequemer ist. Man wird am Platz bedient, statt sich alles selbst von der Bar holen zu müssen. Bevor er feiern kann, muss er zum Arzt. Ein elektronischer Chip wird in seinen Arm implantiert. RFID heißt diese Technologie. Ein RFID-Chip überträgt Daten, die von einem Scanner abgerufen werden können. 2003 erhielten der Generalstaatsanwalt von Mexiko sowie einige seiner Mitarbeiter RFID-Implantate, um ihnen auch weiterhin den Zutritt zu besonders gesicherten Bereichen zu ermöglichen. Auch wenn es noch nicht an der Tagesordnung ist, so hat Rionis Arzt doch bereits mehr als 100 Chips implantiert. Am Anfang hatte ich natürlich Bedenken, gesunden jungen Menschen Chips zu implantieren. Aber darin liegt die Zukunft. Jeder winzige Chip trägt eine Nummer. Ein Scanner, der mit einer Datenbank verbunden ist, verrät sofort, wer diese Person ist. Und nicht nur das. Aus technischer Sicht lässt sich jede nur erdenkliche Information in einer solchen Datenbank hinterlegen. Das ist die Nadel, mit der ich den Chip implantiere. Der Chip selbst ist kaum größer als ein Reiskorn. Rioni wird ihn für den Rest seines Lebens in seinem Körper tragen. Oder bis er ihn sich operativ entfernen lässt. Vor dem Eingriff erhält Rioni eine örtliche Betäubung. Platziert wird der Chip nur wenige Millimeter unter der Haut. Wird der Chip zu tief injiziert, kann der Muskel geschädigt werden und der Fremdkörper ist bei jeder Bewegung zu spüren. Verläuft alles problemlos, merkt Rioni ihn nicht einmal. Die ganze Prozedur dauert nur einige Sekunden und dann heißt es Partytime. Während andere am Eingang bar bezahlen müssen, identifizieren Rionis Name und Nummer ihn sofort als VIP-Mitglied des Clubs. Im VIP-Bereich ist sein Chip alles, was er braucht, um einen Drink zu erhalten. Das Bahia gewährt schon heute einen flüchtigen Blick in eine gar nicht so ferne Zukunft. Einige Menschen tragen bereits Chips mit lebenswichtigen Gesundheitsdaten. Manche glauben, dass schon bald jeder einen Chip tragen wird, der sie identifiziert und eine neue Form der Überwachung ermöglicht. Joe van Galen ist der Manager des Clubs und hat gerne ein Auge auf seine Gäste, ganz besonders seine gechippten VIPs. Ich glaube, in 20 Jahren ist das normal. Gleich nach der Geburt bekommst du einen Chip eingepflanzt, der dein Leben lang im Körper bleibt und Informationen über dich enthält. Wenn du ein Problem hast, lesen die einfach deinen Chip und wissen, wer du bist. Implantierte Chips sind dabei vielleicht nur der Anfang. In Zukunft könnten solche Chips zum Beispiel mit GPS-Technologie gekoppelt werden. Dann wäre jeder jederzeit und überall zu lokalisieren.
Eltern und Haustierbesitzer nutzen bereits GPS-Geräte, um stets zu wissen, wo ihre Lieben sich aufhalten. In den USA werden rund 7500 Kriminelle per GPS überwacht. Und diese Geräte werden zusehends kleiner. Obwohl es GPS-Implantate momentan noch nicht gibt, ist es möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis jeder Kriminelle, vielleicht sogar jeder Bürger, einen solchen Chip trägt. Was einst als Science-Fiction galt, wird heute Realität. Doch je erstaunlichere Formen diese Technologien annehmen,